Wo noch eins von dem spielen? Das fand ich auch sehr schön. Das habe ich gestern gespielt. Ein Rainbow Road Level. Wenn ihr das sehen wollt, ist hier die ID. GPG 2VK T6G. War auch sehr cool. Icicle Castle. A wolf named Wolfie lives in a cave. She has icicles on top in her cave. Macht Sinn. Sind wir in einem Traum? Ich glaube, wir sind in einem Traum. So schöne Musik. Ich glaube nicht, dass das schon der Wolf ist. Ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Maulwurf, der hier auch lebt. Mit seiner ganzen Familie. Kann ich da runter? Nö. Es ist so schön beruhigend hier. Und dann kommen kleine Tornado-Männer, die mich töten wollen. Wie schön. Das war doof. Danke. Kriegen sogar einen Checkpoint. Wie nett. Ich vermute, der Wolf kommt erst ganz am Ende. Ach was. Das war sehr kreativ gemacht. Maulwolf. Die Fragezeichenblöcke lasse ich jetzt mal übrig. Weil wenn da noch mehr Federn drin sind und ich die vielleicht brauche, so wie jetzt, kann ich die hinterher nochmal checken. Der trägt die Blume weg. Das ist verboten. Darf der das? Cape fühle ich mich immer sicherer. Bonus Spaß. Rückwärts in die Röhre rein. Da habe ich gedacht, ich rush einfach mal durch, aber es war vielleicht nicht die beste Idee. Hat aber trotzdem funktioniert. Und noch ein Checkpoint. Ich glaube, jetzt finden wir den Wolf. Wie geil. Das ist irgendwie cool gemacht. Kriegst du gerade Ideen für deine Level? Oh, ich habe ihm wehgetan. Thank you.
Ja, das habe ich mir gedacht. Man muss den Wolf gar nicht besiegen. Man muss nur mit dem Eiszapfen da oben das Pau runterholen. Schön. Sehr, sehr cooles Level. Also von dem blende ich gleich auch nochmal die Maker-ID ein. Weil bei dem sind alle Level so schön gemacht. Das ist echt... Keine Ahnung, wer das ist, aber habe ihn zufällig gefunden. Nein, oh, ich drücke mal die Tasten, die ich auf der PlayStation zum Schreiben brauche. Das hier ist das Leerzeichen. Wolfie lives. Was? Enthält unangemessene Ausdrücke? Man darf kein Herz malen. Wusstet ihr, dass man kein Herz malen darf mit kleiner 3? Ich wusste es nicht. So, wir gucken uns nochmal die Statistik von dem Dragandon an. Da ist die Maker-ID BRT5YFVF. Hat auch schon Maker-Point-Medaillen und das völlig zu Recht, weil seine Level alle irgendwie toll sind. Was? Was ist das? Das ist mir neu. Das kenne ich nicht. Was habe ich denn noch nicht gespielt hier von Leuten, die ich mag? Frozen Flame Factory. This ain't your father's lava ice level. It's mine. Ich kenne das nicht. Ich kenne das als Herz. Du bist alt. Ich weiß zwar nicht, wie alt du bist. Oder ob ich nicht älter bin als du. Aber du bist alt. Schade. Ich dachte, ich könnte einfach stehen bleiben. Kupi, ich nehme dich mal mit. Vielleicht brauche ich dich noch. Ah ja. Mit P-Speed. Wuhu. Ist das, um die Mechanik zu zeigen? Yep, ist es. Warum sollte ich da Münzen holen? Tschüss, schön, dass du da warst. War immer nett mit dir. Da oben geht's gar nicht weiter. Ich dachte, ich muss da hoch. Dann nehme ich hier den Kupi mit. Falls du unfollowst, drück gerne nochmal auf Follow danach, weil dann kriege ich hier nochmal diese schöne Einblendung, die ich gebastelt habe. Das war doof. Hallo Babachu. Oder Babachu. Chu oder Hu? Weapon Action. Ich möchte nicht in die See gefahren. Vielen Dank.
Chu, alles klar, wie das Pikachu. Versuche ich mir zu merken. P-Speed. Oh Gott. Ich glaube, das war anders gedacht. Man sollte eigentlich den Pilz auf der anderen Seite wahrscheinlich erst essen. Warum steigt denn hier die Lava? Die würde ich ja wohl anhalten, ne? Ja. Ich dachte schon. Oh. Keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Nichts passiert. Da ist auch wieder ein Geheimnis. Was man überhaupt nicht braucht, weil da ist noch ein Pilz. Schönen guten Tag. Muss ich da drauf oben? Achso, ich sollte rechts und dann hoch. Aus Versehen abgekürzt. Entschuldigung. Und durchgeslidet. Es ist so beruhigend hier. Auch mit der ganzen Action. Schön. Gefällt mir auch. Wie gesagt, der West, der designt halt auch immer das komplette Schloss und das komplette Level mit sehr viel Liebe zum Detail. Auch alles, was nicht fürs Gameplay relevant ist. Das fällt mir immer ein bisschen schwer. Ich mache meistens einfach nur das, was nötig ist. Und wenn ich mir dann später die Sachen angucke, wenn sie jemand gespielt hat, dann fällt mir erst auf, wie leer die eigentlich sind. Was schreiben denn die Leute hier so? Das stimmt. Also, dass es eine faire, challenging Stage ist. Hat jemand noch ein Level, das ich spielen soll? Ansonsten probieren wir gleich einfach mal ein bisschen endlos Herausforderungen. Warte kurz heißt für mich, ich spiele noch ein anderes so lange und dann gucken wir uns was an. Ich gucke immer gern unter neu, weil es ist manchmal echt schwer da rauszukommen. Das kenne ich von meinen eigenen. Sliding Slopes, das klingt doch spaßig. Slide to Victory. Also wenn ich andere Level spielen will, dann gucke ich meistens unter neu, damit die auch ein bisschen eine Chance kriegen. Wenn sie dann erstmal eine Clear Rate haben. Oder eine Bewertung, dann werden sie auch mehr Leuten empfohlen. Ach, da hätte ich den Kupi mitnehmen können. Okay. Kein Max-Jump gemacht, selber schuld. Ich sollte auch rutschen, wenn es Slide to Victory heißt, ne? Nochmal. Das darf auch keinem erzählen, was ich hier mache. Wie kann man sich so doof anstellen? Ich habe meinen Pilz vergessen. Wieder. Aha. Ein Level, das meine Finger nicht mögen werden.
Werde ich es denn mögen? Hat er noch einen Kaizo-Block eingebaut. Fies. Also für ein Herz war mir das ein bisschen zu kurz. Habe nur 4 Versuche gebraucht. Aber er kriegt einen Kommentar. Kinderspiel, bin fast gar nicht gestorben.